Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen coolen neuen Pile-Up-Glitch zeigen. Und zwar ist er hinten bei der Kirche, gibt es ja so eine umgefallene Säule. Da unten drin gibt es ja so eine kleine Statue oder was auch immer, so Einritzungen in einem Stein. Wenn ihr da jetzt drauf springt, pile-uppen alle Zombies vor euch und ihr habt God-Mode. Aber ihr habt nur so lange God-Mode, wie ihr auch schießt. Wenn ihr die Schaufel oder das Messer nach vorne nimmt und messert, dann seht ihr, die Zombies werden rangezogen und dann können sie euch schlagen. Wirklich nicht messern, nur schießen. Beim zweiten, der liegt genau auf der gegenüberliegenden Seite und der ist auch ziemlich krass, weil wenn man diesen Glitch gemacht hat, muss man keine Türen aufkaufen, für da hinzukommen. Ihr müsst da hinten auf diese Statue hochspringen, von diesem Kieshaufen, und dann müsst ihr euch ein bisschen ducken, aufstehen, und wenn ihr aufsteht, müsst ihr so einen Strafe Jump machen, damit ihr auf die andere Seite kommt. Also nochmal zur Erklärung, aufstehen, ducken, aufstehen, und dann, wenn ihr aufsteht, macht ihr einen Strafe Jump darüber. Und wie ihr seht, seid ihr da drüben, und ihr habt keine einzige Tür aufgekauft, da hinten. Man müsste ja eigentlich eine von beiden aufkaufen, dann gehen ja beide auf. Aber mit diesem Trick müsst ihr gar keine Türe aufkaufen und habt jetzt genug Geld für die Kiste oder was auch immer. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da, ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye. I know that you like it like that. I wear designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a